Bibi, 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 Bianca, Bianca, Bibi, Bianca, Bianca, Bianca. Ich wusste doch, dass du wach bist. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video hier aus Las Vegas. Oh, du fällst hin. Es steht folgendermaßen, folgendes an, wollte ich eigentlich. Was willst du von mir? Krasse Action. Wir werden gleich unser Hotelzimmer wechseln, aber bevor wir das jetzt alles erzählen und alles machen, gibt es natürlich in diesem Video wieder eine Verlosung für meine Abonnenten. Und heute, die Verlosung hat sich gewaschen. Und weil nicht nur die Verlosung hat sich gewaschen, sogar die Bianca hat sich auch gewaschen. Wischi, wischi, waschi, wischi. Du siehst aus wie so ein zerzauster Dackel. Ja, okay, ist ja gut. Vielen Dank für das Kompliment. Für uns ist zwar noch nicht Nikolaus, aber für euch ist Nikolaus. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass es was gibt, Julian. Wir verlosen einen MacBook Air. Yeah. Cool. Also die Verlosung ist natürlich für meine Abonnenten. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach einen Kommentar unter dieses Video zu schreiben. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und denkt, habe ich aber Lust zu abonnieren. Der Link dazu steht natürlich unten in der Infobox, ist kostenlos, ist nur ein Klick. Das heißt, wenn ich zwei Kommentare schreibe, nehme ich zweimal teil. Ja. Check. Zweimal. Okay, jetzt reicht's. Wir waren nur 2 Nächte in diesem Hotelzimmer. Erstmal, um anzukommen, um frei zu sein. Und dieses Hotelzimmer ist schon übertrieben cool gewesen für meine Schwestern. Was machst du da schon wieder? Dum, da, dum, da, dum, da, dum. Okay. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein anderes, richtig cooles Hotel rausgesucht, wo die Nadine sogar ihr eigenes Schlafzimmer hat. Ist ja auch nicht mal schlecht, ne? Wir können eigentlich mal zu der rüber gehen. Was ist eigentlich los mit der? Wir haben 10 Uhr. Darf ich dir eine Banane gegen den Kopf werfen? Nein, natürlich darfst du dir keine Banane gegen den Kopf werfen. Nadine, du musst aufwachen, wir müssen... Good morning! Voll hell, voll hell. Und weil wir alle so gute Laune haben, werde ich jetzt eine Vase kaputt machen. 3, 2, 1. Julian, hör bitte auf. Das hier kann... ist die Startlinie. Nein, hör bitte auf. Julian, das sind Dekokugeln. Jetzt... Ich habe die getestet auf Bruch. Bitte hör auf. Mach's nicht, es geht irgendwas kaputt. Yeah. Oh mein Gott. Scheiße, auf dem Teppich tut das ja voll weh, oder? Bist du bereit? Uns geht's gut. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil wir uns ein Tattoo gemacht haben. Deshalb müsst ihr doch kein schlechtes Gewissen haben, Schatzi. Ich hab's gesehen und ich find's total schön. Echt jetzt? Ja. Oh, das sieht wirklich super schön aus, Schatzi. Das ist echt schön, oder? Ganz toll. Der Vogel, der nach oben zum Herz fliegt, die Verbindung mit der Feder, finde ich ganz, ganz toll. Und euch noch ganz viel Spaß, Schatzi. Dankeschön. Geil. Nein. Bibi hat gerade Gepäck bestellt. Das wollte ich nicht. Sie hat nach meinem Namen gefragt. Ich habe ihr nur den Namen gefragt. Als ob wir schon wieder diesen geilen Wagen kriegen. Das ist echt auf jeden Fall sehr schön. Übrigens muss man vielleicht mal klarstellen, wir fahren nur mit diesem krassen Auto, weil das von unserem Hotel umsonst zur Verfügung gestellt wurde. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg und werden jetzt... Hier, nimm mal die Kamera. Und werden jetzt... Mein Traum erfüllen! Genau, wir haben nämlich tatsächlich einen Autovermieter gefunden, wo man sich einen Lamborghini mieten kann. Und der Julian darf jetzt gleich Lamborghini fahren. Ich bin mega aufgeregt und hoffe, das klappt jetzt alles. Wir fahren jetzt gerade dahin und dann... Und es ist ein Zweisitzer. Das heißt, ich darf im Taxi hinterherfahren. Oder da warten. Also wir haben das... Das war leider ein bisschen dumm. Wir haben das nicht so ganz durchplant. Ich bin voll aufgeregt. Ich fahr zuerst. Du. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Autotyp, der irgendwie voll... Du hast gar keinen Durchblick. Ich habe erstmal keinen Durchblick. Ach du Scheiße, da steht der Wagen. Boah, Junge, Junge, als ob das jetzt unserer gleich ist. Nein. Und? Ich bin echt sauer aufgeregt. Oh mein Gott. Wo soll ich denn hinfahren? Wo soll ich denn hinfahren? Ich weiß es nicht. Haben wir Navi? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Wir haben noch nicht mal Internet. Ich weiß noch nicht mal, wie ich wieder zurückgehen komme. Wir haben kein Internet. Oh mein Gott, dieser Wagen ist so laut. Ich bin nicht schnell angefahren.
Bibi wollte gar nicht fahren und jetzt habe ich es überredet, dass sie zuerst fährt. Also natürlich will man in sowas fahren, aber ich habe halt echt krassen Respekt vor diesem Auto. Also sagen wir mal so, wären wir jetzt hier irgendwo, guck mal, Leute, wo alles frei wäre. Hier ist halt eine 10-spurige, fette Straße mitten in Las Vegas. Zieht euch das rein, wie lässig die Bibi da steht und einfach mit ihrer Schwester telefoniert. Und? Okay, sollen wir hier erstmal ein Foto machen, dann fahre ich mal eine Runde? Ja, machen wir. So Leute, die Nadine ist jetzt hinterhergekommen. Mit dem Taxi. Ja, tut mir leid. Zwei Plätze, wie gesagt. Ich finde, dafür darf ich jetzt aber auch mal fahren. Bist du schon? Nee. Bibi? Ja. Hast du mein Handy? Ich habe dein Handy. Ja, sorry. Ich habe eine geile Idee. Was denn? Deine Schwester nimmt jetzt eine Fahrstunde damit. Nein. Doch. Julia, nein. Die du machst einmal den Motor an und fährt einmal hier so rum. Oh Gott. Du setzt dich als Beifahrer dahin. Nein, das ist auf deine Verantwortung. Ja, ist meine Verantwortung. Du fährst vorsichtig, okay? Das war ihre Idee, wollte ich nur kurz. Die Junge, sieht das hart aus. Deine kleine Schwester im Lambo. Ich finde das nicht gut, Jan. Meine Mutter bringt mich um. Also Nadine. Also das ist GTA, wie viel? Nein, das ist kein Geld GTA. Die kann doch nicht ihre erste Fahrstunde im Lambo machen. Okay, wir haben uns strafbar gemacht. Super Sache. Das gibt's nicht. Scheiße. Oh oh. Nein, das ist nicht wahr. Nadine, pass gut auf. Nein. Okay, stopp. Ey. Ich dachte, ihr fahrt auf die Straße, mein Herz. Scheiße. Ich hatte so Angst, Nadine, ich dachte für eine Sekunde, du fährst einfach jetzt auf die Hauptstraße. Natürlich! Die alte Poserin. No. Nein, nicht dein Ernst. Bibi, lass das! So will ich ein Bild, guck mal. Oh, es gibt Ärger. Ich bin jetzt ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde gefahren. Ich weiß, alle werden jetzt sagen, wieso fahrt ihr nicht mehr auf eine Straße, wo ihr irgendwie Vollgas geben könnt oder so. Aber ganz ehrlich, ich fahre den Wagen gerade zum ersten Mal, logischerweise. Und so sicher fühle ich mich jetzt einfach nicht, dass ich jetzt irgendwo rumrasen will. Wäre es in Deutschland über eine Autobahn, wo ich jeden Tag lang fahre, dann würde ich natürlich da jetzt fahren. Aber ich finde es so geil, das einmal gemacht zu haben. Und ich bin einfach nur gerade überglücklich. So, ihr Lieben, wir haben schon ein paar Stunden später. Mittlerweile waren wir schon zu Abendessen. Wir sind in unserem neuen Hotel angekommen. Und natürlich ist auch der liebe Klaus wieder mit am Start. Und der Julian liegt schon im Bett und ist irgendwie so halb eingeratzt. Bist du noch wach? Du warst noch nicht am Schlafen, oder? Weil sonst habe ich dich durch mein Gebrüll jetzt ordentlich geweckt. Guck mal, das ist eine Flasche. Ja. Wo bist du hingefallen? Warum wusste ich ab der ersten Sekunde, als du Flasche gesagt hast, dass du die jetzt auf mich wirfst? Warte, meine Schwester hat uns eben noch was gekauft. Das gehe ich kurz holen. Leute, meine Schwester ist nämlich gerade noch unten. Die kommt jetzt gleich hoch. Die hat uns nämlich gerade eben, glaube ich, der ist einfach aus ihrem Raum, hat die Macaroons gekauft. Macarons. Das könnte man jetzt als kleinen Nascher in der Nacht essen. Tada! Sehr nix. Voll, jetzt kleben meine Hände und ich muss wieder die Hände waschen. Heute war ein sehr aufregender Tag. Habt ihr übrigens gesehen, wir sind in einem neuen Hotelzimmer und Klaus ist wieder am Start. Also habe ich gerade die Zähne begonnen. Kannst du mir mal zuhören? Nadine kommt. Übrigens sind die sehr lecker. Wir haben gerade probiert. Das freut mich. Schmecken saugeil. Vielen Dank. Möchtest du uns auch mal dein Picasso-Werk irgendwann zeigen, woran du jetzt seit 10 Stunden malst?
Wie geil bist du denn? Das hätte ich fast jetzt vergessen. Vielen Dank fürs Erinnern. Das ist der Kuni wert und er zeigt gerne an, dass es noch eine MacBook-Verlosung gibt. Leute, natürlich, in diesem Video gibt es ein MacBook für meine Abonnenten zu gewinnen. Und wenn man einfach nur pennt, dann setzt sich die Alte aufs Bett und labert. Ja, jetzt raste mal nicht aus. Der Klaus schläft auch schon da hinten, legt sich langsam zur Ruhe. Dem haben wir den Stecker gezogen. Also zurück zur MacBook-Verlosung. Ihr könnt einfach mit einem Kommentar unter diesem Video teilnehmen. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne über den Link unten in der Infobox machen. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Nikolaustag. Oder habt noch, keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen, damit wir morgen wieder fit und fresh sind. Ich habe keine Ahnung, was wir morgen machen. Und deswegen müsst ihr morgen wieder am Start sein. 14 Uhr kommt natürlich mein neues Video online. Gute Nacht, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Der Tag war echt besonders cool für mich heute. Es war echt sehr geil. Okay. Danke fürs Einschalten. Wir haben euch lieb. Hoffentlich bis morgen und bis dann. Tschüss.